Promi-Geflüster, heute wieder mit einer brandneuen Ausgabe, herbstliche Ausgabe und ja, große Dinge werfen ihre Schatten voraus. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch an die letzte Staffel Blutige Anfänger? Es war ja jetzt eine Serie, 3 Staffeln wurden bislang ausgestrahlt. Blutige Anfänger, die Polizeiserie im ZDF, wo wirklich drüber berichtet wird, die jungen Studenten, wie sie in der Mordkommission zurechtkommen. Die letzte Staffel, die 3. Staffel, endete ja somit, dass die Rookies, die bekannten Rookies sozusagen, ihre Ausbildung beendet haben. Und was liegt da näher? Jetzt gibt's eine neue Staffel. Da dazu kommen natürlich neue Studentenanwärter wiederum, die in die Mordkommission kommen. Und ja, einen der 4 neuen, den habe ich heute bei mir im Interview. In den nächsten Folgen und in den nächsten Wochen werden wir die anderen nach und nach auch noch vorstellen. Ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen. Jetzt, hoffentlich stolper ich jetzt nicht über Namen. Ugur, so heißt er oder so schreibt sich's, so lese ich es jetzt einfach mal ab. Und was es mit dem Namen auf sich hat, das wird er mir gleich richtig hoffentlich verraten. Ugur, hallo, herzlich willkommen, grüße dich. Hallo Frank. Ja, ich heiße Ugur, im Türkischen werde ich Ur ausgesprochen, genau, Du kannst mich aber auch Ugo nennen, du kannst mich Umut nennen, es sei dir freigestellt. Ja, ich bin froh da zu sein, jetzt die neuen Rookies werden jetzt anlaufen, wie gesagt, Staffel 4 wird ab 5. Oktober ausgestrahlt, ab 28. Dezember erhältlich in der ZDF-Mediathek und genau. Hast du jetzt was Falsches gesagt? 28. Dezember? September? September, Entschuldigung. Ja, September. Genau. Da bin ich kurz durcheinander gekommen. Ja. Kein Ding. 28. September geht's los online und ab 5. Oktober im ZDF im Fernsehen. Richtig, genau. Also, und dann geht's bis Dezember wahrscheinlich durch. So wird's wahrscheinlich sein. Ja, ja. 12 Folgen, da gibt's viel Stoff, viel zu erzählen. Ich konnte 2 Folgen schon ein bisschen mal reinschnuppern. Ich glaube, da habe ich ein bisschen was euch voraus, oder? Ja, das stimmt. Wir hatten jetzt blöckeweise gedreht. Das heißt, wir haben die 12 Folgen in 3 Blöcke unterteilt. Und wir hatten den Vorteil, dass wir schon einige Ausschnitte sehen konnten. Allerdings haben wir noch gar keine ganzen Folgen gesehen. Von daher bist du uns auf jeden Fall einige Schritte voraus, Frank. Ja, so soll es doch auch sein. Man muss ja ein bisschen erzählen können oder dann entsprechend drüber berichten. Genau. Ja, also ich meine, man kennt es ja noch, die Erzählgeschichte, die Erzählweise aus den letzten 3 Staffeln. Es wird auch, denke ich mal, weiterhin so sein. In jeder Folge gibt es einen abgeschlossenen Fall und für die ganze Staffel sind so ein durchgehender Fall, der dann bearbeitet wird. Glaube ich so. Genau, das ist, glaube ich, genau richtig. Gesagt, ne? Genau. Das heißt, wir haben sowohl Fälle, die uns beruflich betreffen und andererseits gibt es auch übergeordnete Fälle, die dann ja mehrere Folgen andauern, wo es dann auch um uns persönlich geht. Ja. Ganz genau. Und du spielst natürlich, wie kann es anders sein, einen Türken, ich glaube, kurdische Wurzeln sind noch mit drin und wie auch immer. Ich kann mir schon vorstellen, dass sowas auch Thema in der Staffel sein wird, was mit Sicherheit auch da ein bisschen für Turbulenzen sorgen wird, oder? Auf jeden Fall. Ja, ich denke, die neue Staffel zeichnet sich auf jeden Fall durch sehr viele Farben aus, sehr viel Diversität. Von daher bin ich froh, da auf jeden Fall etwas verschiedene Kultur auch mit reinbringen zu können. Ja, definitiv. Und natürlich gibt es auch, wie gesagt, gleich in der ersten Folge eine Sache, beziehungsweise es ist natürlich der durchgehende Fall, ist natürlich eine mit aus der Mordkommission, die spielt die oder wird gespielt von der Louise Emily, die wir auch dann vorstellen, deren Vater ja, wird vermisst und der Fall wird nochmal neu aufgerollt und da sind, seid ihr alle nochmal mit dran, gell? Da sind wir alle mit dran, ja. Ich versuche da nicht zu viel zu erzählen. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Genau, da geht es in erster Linie um den Fall von Luise, ja. Und es wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich muss immer mal wieder ein bisschen spicken, weil, wie gesagt, die Namen, ich habe sie noch nicht alle so komplett drauf, wer was wie spielt. Aber, wie gesagt, der Reihe nach die nächsten
in den nächsten Folgen bei Promigeflüster, da seid ihr alle irgendwo präsent und ihr dürft euch alle mal ein bisschen vorstellen, präsentieren, dass man euch sowohl als Schauspieler, also aus der Seite der Kommissare mal kennenlernt, aber auch natürlich ein bisschen ins Private reinschauen können. Ne? Genau. Ja, ich glaube, die blutigen Anfänger lassen wir jetzt erstmal so stehen. Wie gesagt, spannende Fälle sind's. Einschalten ab 5. Oktober im ZDF um 19:25 Uhr, sozusagen gleich nach der Heute-Sendung und dem Wetterbericht. Dann kommt Spannung ins, ja, Abendprogramm. Genau, So. richtig. Soweit dazu. Wie ging es bei dir grundsätzlich los, wenn ich das jetzt so auch bei Wikipedia da entnommen habe? Ich glaube, du bist so auf der Straße mehr oder weniger entdeckt worden, oder? Genau richtig. Also bei mir ist das eine sehr interessante Geschichte. Ich habe damals schon in der Grundschule in der Theater AG gespielt, habe schon sehr früh Interesse dafür geweckt und wurde dann irgendwann, als ich 12, knapp Ende 12 war ich, wurde ich auf der Straße angesprochen und zu einem Casting eingeladen. Es ging um eine Kika-Serie, wo bereits alle Hauptdarsteller schon besetzt waren. Lediglich eine Rolle hat gefehlt. Und ja, da bin ich einfach mal zum Casting gegangen, spontan. Mir wurde so ein Text zugeschickt, den ich auswendig lernen sollte. Und mit ganz viel Glück hat es dann geklappt. Und so bin ich dann in die Schauspielerei gerutscht. Und seit jetzt 13 Jahren bin ich dabei und mache das. Wahnsinn, Wahnsinn. Also, dann hast sozusagen dein Hobby so ungefähr zum Beruf gemacht, also damals in der Schule noch, ne? Genau richtig. Also mir wurde es irgendwie so in die Wiege gelegt. Es war so wie so ein Geschenk, würde ich mal sagen. Also wäre ich vielleicht an dem Tag nicht unterwegs gewesen, dann hätte es etwas länger gedauert, bis ich Fuß fassen konnte in der Szene. Aber so Schauspielerei, das war schon immer so ein bisschen dein berufliches Ziel oder hätte es noch was anderes gegeben? Also ich glaube, im Alter von 12 Jahren denkt man jetzt nicht so großartig über berufliche Ziele nach. Natürlich habe ich, wenn ich Filme gesehen habe, war ich immer total perplex von diesen Menschen, die einfach in unterschiedliche Charaktere reinschlüpfen können. Und ich habe halt früh gemerkt, dass das auf jeden Fall ein Beruf ist, der für mich sehr attraktiv ist und in dem ich mich auch selber sehen würde. Aber in dem Alter da nochmal Eigeninitiative zu ergreifen, ist natürlich schwierig. Von daher kam mir das sehr gelegen, dass ich ja, da einfach angesprochen wurde und angefragt wurde. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Das war übrigens Stefan Rick damals, der Regisseur der ersten Staffel von Allein gegen die Zeit, eine Kika-Serie gewesen. Und später dann auch ein Kinofilm draus geworden, ne? Genau, richtig. Wir hatten 2 Staffeln Serie, auch sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, wir waren die erste deutsche Jugendproduktion, die für den Emmy Award nominiert wurde, die erste Staffel. Und das haben wir auch relativ lange gedreht. Also ich bin, kann man sagen, mit den Hauptdarstellern von Allein gegen die Zeit irgendwie auch groß geworden. Okay, sehr Ja. gut. Dann gab es natürlich einige weitere Serien, gerade so für Kinder, Jugendliche, ne? Schloss Einstein, die Pfefferkörner, wenn man noch so zweimal kurz erwähnt und dann natürlich auch ein paar Serien, wo man immer wieder als Gast mit auftritt. Ne? Genau, richtig, genau. Ja, und jetzt eben die blutigen Anfänger. Das ist ja jetzt dann durchaus mal, ich sage, ich denke ich mal, 3 Staffeln werden es mit Sicherheit werden, denke ich mal. Wenn man wieder so das vom Vorgänger, von den Vorgängern damit verfolgt, dass man einfach dann wieder euren ja, studentischen Werdegang sozusagen da erzählt. Ne? Wäre natürlich super. Ne? Genau. Was sind so deine Stärken, wenn du jetzt so schauspielerisch dich da mal charakterisieren würdest? Was sind's lieber, die Bösewicht, der Gute oder was spielst du gern? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, das, was den Beruf eines Schauspielers so schön macht, ist, dass man sich gar nicht festlegen muss auf eine bestimmte Rolle, sondern dieses Abwechslungsreichtum da drinne. Also sowohl positive und schöne Rollen zu spielen, als auch Rollen zu spielen, mit denen man sich vielleicht etwas schwieriger identifizieren kann. Ich glaube, diese Diversität darin, das macht es besonders. Ich würde jetzt gar nicht sagen, ich bin gut darin, ich bin schlecht darin, sondern überall ist auf jeden Fall Ausbaupotenzial mit drinne und man kann gar nicht aufhören, sich stetig weiterzuentwickeln.
Du hast ja deutsch-türkische Wurzeln und ich kann mir gut vorstellen, dass es da bei Rollenbesetzungen doch noch zu Problemen kommen kann. Denn ich weiß von Tyrone Ricketts zum Beispiel, der beklagt es natürlich auch, dass aufgrund der Hautfarbe manche Rolle eher schwieriger besetzt wird. Ja, es ist leider so, dass, dass in der Filmindustrie viele Klischees bedient werden. Das betrifft mich natürlich auch. Also ich kriege, glaube ich, mehr Anfragen für ausländische Rollen als auch für, also als für, sage ich mal, deutsche Rollen. Ja, für mich hat das natürlich einerseits den Vorteil, dass ich einen näheren Bezug dazu habe. Das heißt, diese Rollen zu spielen fällt mir auf jeden Fall leichter als, als vielleicht anderen Personen. Andererseits finde ich es natürlich auch traurig, dass, dass ich nicht auch mehr deutsche Rollen spielen kann. Also ich wäre auf jeden Fall offen dafür. Wenn, wenn irgendwas Interessantes sein sollte, dann können Sie mich gerne anfragen. Ja, Theater hast du jetzt so noch nicht, Theaterluft noch nicht geschnuppert. Noch nicht, nein. Also abgesehen von der Theaterbühne bei mir in der Schule oder den, den, darstellendes Spiel, den Kurs des darstellenden Spiels, den habe ich besucht. Allerdings war ich noch nie richtig im Theater. Also habe ich nicht gemacht, nein. Ja, ich denke mal, das ist ja auch noch mal eine ganz andere Disziplin, ja. Atmosphäre. Ja, genau. Und da spielt man einfach das, was live ist live. Und jetzt beim Fernsehen, dann, wenn was daneben geht, muss man halt nochmal ansetzen dann, ne? Genau, richtig. Genau. Ja. Ja, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also Theater ist wunderbar. Ich liebe es, mir Theaterstücke anzuschauen. Aber wie gesagt, das ist eine ganz andere Disziplin. Also ein Filmschauspieler kann nicht einfach jetzt ins Theater gehen und da, ja, da ganz normal Fuß fassen. Es ist nicht leicht. Man muss das auf jeden Fall gelernt haben. Und ja, Ja, genau. sehr gut, sehr gut. Zu Hause bist du ja, wenn das auch soweit stimmt, glaube ich, in der Großstadt in Berlin. Also da Genau, bietet sich ja richtig. eh sehr viel, da passiert auch sehr viel Das stimmt. theatermäßig oder auch schauspielmäßig generell. An allen Ecken kann man irgendwo, glaube ich, über ein Kamerateam stolpern, ne? Das stimmt, ja. An einigen Orten in Berlin etwas mehr, an anderen etwas weniger, aber ja, das stimmt. Ja. Es ist eine sehr, sehr kreative Stadt. Genau, und ihr seid ja jetzt nach wie vor in Halle zugange, wobei ich glaube, so das eine oder andere wird aber auch in Berlin gedreht, glaube ich. Genau, richtig. Ich will da auch gar nicht so viel verraten, weil je mehr ich jetzt dazu sage, desto, desto detailorientierter werden die Zuschauer, glaube ich, rangehen. Von daher lasst euch überraschen. Vielleicht könnt ihr die ein oder andere Kulisse irgendwie wiedererkennen, sowohl in Berlin als auch in Halle. Aber die Geschichte spielt in Halle und die blutigen Anfänger sind Polizeischüler aus Halle. Das ist schon mal Das wichtig ist, für mich. genau, das steht oben drüber. So, jetzt müssen wir dich ein bisschen, glaube ich, ins richtige Licht wieder rücken, denn bei dir kommt die Sonne durchs Fenster, aber das macht fast gar nichts. Bei dir scheint die Sonne, bei uns ist es doch ein bisschen trüber. Wir haben in Süddeutschland, in Reutlingen, da wo ich zu Hause bin, doch schon wieder ein bisschen mehr Wolken am Himmel. Teilweise regnet es auch. Also es ist richtig herbstlich ungemütlich. Jo, für dich geht's ja allerdings jetzt auch in den sonnigen Süden, wie du mir gerade vorhin noch verraten hast, gell? Genau, richtig. Wir waren ja die letzten Monate fleißig am Drehen. Also wir haben angefangen im Mai und haben jetzt bis letzte Woche noch gedreht gehabt. Von daher war es auf jeden Fall eine intensive Zeit. Und jetzt habe ich mir gesagt, bevor es bei mir mit der Uni weitergeht, ab Oktober möchte ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen entspannen. Und deswegen geht es für mich eine Woche in den Süden der Türkei. Sogar noch. Also da ist es dann bestimmt noch recht warm, kann ich mir gut Ich vorstellen. hoffe, ich hoffe. Also mittlerweile kann man das, glaube ich, gar nicht absehen. Berlin war letzte Woche auch noch knapp 30 Grad und jetzt haben wir irgendwie 16, 17 Grad. Ich hoffe, in der Türkei wird es anders laufen. Ja, nee, da wünscht man dir alles Gute dafür, ganz genau. Du sagtest gerade, die Dreharbeiten sind noch gelaufen die letzten Wochen. Seid ihr schon an der zweiten Staffel da dran oder was passiert? Oder wie lange ist Vorlauf? Für die kommende Staffel meinst du? Ja. Ja, also es wird natürlich fleißig geplant, es wird fleißig gebrainstormt und alles, aber
Die Dreharbeiten für die kommende Staffel, die stehen natürlich noch in den Sternen. Also das Okay. wird jetzt natürlich erstmal abgewartet, wie das Ganze ankommt, wie sich die neuen Rookies bei den Zuschauern bewähren. Und je nachdem geht es dann mit Staffel 5 weiter. Genau, das drückt man natürlich ganz, ganz fest die Daumen, dass das dann auch so eintreten soll, ne? Ganz genau. Ja, jetzt deine anderen Mitschauspieler, Kommissarkollegen oder Anwärter, wenn du die mal so ein bisschen kurz beschreiben würdest, die Charaktere. Bloß ganz kurz, das werde ich wahrscheinlich dann in die anderen umgekehrt anfragen. Wie würdest du die kurz beschreiben, mit ein, zwei Sätzen oder Worten oder wie auch immer? Also ich würde gar nicht so sehr ins Detail gehen, in die einzelnen Charaktere, sondern würde sagen, wir auf jeden Fall, die neuen Rookies bringen sehr, sehr viel Farbe rein. Also wir sind alle irgendwie total unterschiedlich aus ganz vielen verschiedenen, ja, ich will nicht sagen Bereichen, aber es sind halt ganz unterschiedliche Charaktere, die aber im Gesamten einfach ein wunderbares Bild ergeben. Von daher schaltet alle ein, es wird super. Auf alle Fälle, das lohnt sich ganz genau und ja, man lernt einiges wieder Neues kennen und ich denke mal, es ist auch ein bisschen eine jüngere Zielgruppe, die angesprochen werden soll da damit, weil sind ja alle sehr unterschiedlich verschieden und glaubt, ihr seid auch nahezu alle irgendwo in den Social Medias ganz gut vertreten, ne? Genau, das stimmt, das stimmt. Ich denke, das hat natürlich auch irgendwelche Marketingabsichten, aber da ich als Schauspieler arbeite und nicht irgendwie in der Produktions- oder Zielgruppenplanung unterwegs bin, kann ich leider nicht so viel dazu sagen. Aber ja, das ist eine gute Theorie. Das denke ich auf jeden Fall, dass da auf jeden Fall was mit zusammenhängt. Wo findet man denn dich, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind? Wo bist du persönlich noch aktiv, gerade so Facebook, YouTube, Instagram, wie auch immer? Also ich versuche eigentlich das Spektrum weitestgehend breit zu halten. Ich bin vertreten auf Instagram, ich bin vertreten auf Facebook, ich bin neuerdings vertreten auf TikTok, allerdings bisher nur als Zuschauer. Das heißt, leider habe ich selber noch nichts hochgeladen, aber das steht noch alles in den Sternen. Also vielleicht wird sich das alles noch ergeben zukünftig. Ja, also TikTok ist, glaube ich, eine Plattform, ja, die auch sehr zeitintensiv unter Umständen werden kann, wenn man da Beiträge richtig machen möchte, ne? Das stimmt. Ja. Da bleibt dann oftmals die Zeit gar nicht so dafür, oder? Ja, Ja. das kann gut sein, ja. Also bisher, wie gesagt, habe ich meine Zeit nur damit verwendet, indem ich mir einfach nur Videos angeschaut habe, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, auch diese Sachen zu produzieren. Oder auch generell zu planen, ne? Das ist ja auch nochmal eine Sache. Das ist ja Definitiv, einfach. ganz genau, richtig, genau. Ja. Du machst auch ein bisschen Musik, glaube ich, wenn ich also mehr oder weniger dann so Hip-Hop oder in die Richtung was. Ja, was heißt Musik? Also ich habe lange Musik gemacht. Ich war jahrelang, warte mal, das Licht. Die Sonne wandert, da müssen wir ein bisschen mitgehen, genau. So, So ist besser, genau. genau. Ich habe tatsächlich jahrelang Musik gemacht. Also ich habe einerseits Geige gespielt, ich war in verschiedenen Chören. Okay. Das ist aber leider irgendwie mit dem Alter irgendwie etwas nach hinten gerutscht, dadurch, dass ich mehr in der Schauspielerei tätig war, ist daraus, glaube ich, mehr ein Hobby geworden. Also ich liebe es, unter der Dusche zu singen, ich liebe es zu singen, wenn meine Zimmertür zu ist und keiner mir dabei zuschaut. Aber genau, meine Schwester ist aber Sängerin. Die Okay. war letztes Jahr bei Voice of Germany Aha. sehr erfolgreich und seitdem ist sie viel unterwegs und gibt auch Konzerte. Hat auch ihre eigene Musik jetzt rausgebracht. Bald kommt ein toller Song mit Johannes Oerding raus. Das war ihr Coach bei Voice of Germany. Ja. Genau, sie könnt ihr auch gerne verfolgen. Unbedingt, vielleicht dürfen wir sie auch irgendwann mal hier bei uns im Promi-Geflüster begrüßen. Warum denn nicht? Auf jeden Fall. Stellen Kontakt her, machen eine Querverbindung und dann passt es. Also Gar kein Problem. ich folge dir schon mal auf Instagram, wenn du es vielleicht schon mal vorhin gesehen Sehr hast. gut, gut zu wissen. Ich weiß nicht, ob ich schon zurückgefollowt habe, aber der Follow wird auf jeden Fall heute kommen, Frank, versprochen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und dann machen wir auf alle Fälle die nächsten Wochen eine schöne runde Geschichte, auch mit den anderen Kollegen. Denke mal, da werden die blutigen Anfänger bestimmt
nicht nur eine fünfte, sondern auch noch eine sechste Staffel bekommen. Hoffe ich doch. Ganz genau. Hoffe ich auch. Ja, wie sieht's bei dir aus, so der Herbst? Ist das eine Jahreszeit für dich, die du magst, oder bist du eher dann der Sommer-Sonne-Freak? Gute Frage. Also ich finde, alles ist besser als der Winter, auf jeden Fall. Ja. Der Sommer ist natürlich was Wunderbares. Allerdings bin ich auch sehr hitzeempfindlich. Das heißt, wenn die gerade dann über die 30 steigen, dann wird es für mich auch sehr anstrengend. Von daher genieße ich auf jeden Fall den Herbst. Ich hoffe, es wird nicht zu regnerisch. Nee, aber ich sage immer wieder, schön ist es dann, wenn es Laub fällt, wenn es bunt ist, wenn alles, Genau. ja, also die Jahreszeit ist dann wieder schön, aber November, wenn es dann wirklich dann die Nebel und alles grau in grau ist, dann macht es weniger Spaß. Wobei Das stimmt. dieses Jahr im November sitzen wir eh alle mehr oder weniger vorm Fernsehen, wenn es kalt ist draußen. Und Das schauen stimmt, ja. Fußball, oder? Das stimmt. Die WM steht da vor der Tür, ne? Genau. Kann man sich jetzt so noch gar nicht vorstellen, dass man da wirklich im Winter, in der Winterzeit die WM schaut, sonst ist es zur WM-Zeit irgendwo immer Sommer. Ja, stimmt. Ich frage mich auch, wie die das mit den ganzen Public Viewings machen wollen. Ob dann alle mit Winterjacken irgendwie am Brandenburger Tor stehen und da überall Heizstrahler aufgestellt werden. Also es Ja, kann auf jeden Fall interessant werden. das wird spannend, genau. Heizstrahler, das ist eine wieder Sache, da kommen dann die Klimaschützer wieder ein. Ja. Thema für sich, ne? Aber so mit Glühwein dann irgendwie vom Public Viewing, das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall, ja. Ne? Lassen wir uns überraschen. Wie sieht's denn aus? Für wen bist du denn dann, wenn wir jetzt gerade so dabei sind? Türkei ist die, spielen die auch mit? Weiß gar nicht. Leider nicht, nein. Also Schade, bei der schade. Türkei war es knapp. Die haben es fast geschafft, mit reinzukommen, aber leider hat es dann doch nicht funktioniert. Ich bin natürlich für Deutschland, Ja. natürlich. Selbstverständlich. Mein Trikot wartet auch hier. Mein Schwager ist auch der Friseur der deutschen Nationalmannschaft. Das heißt, der hat da persönlichen Bezug dazu. Und Aha, ich das habe auch macht's ein tolles natürlich Trikot. interessant. Ja. Das macht's interessant, dann ganz genau. Ja. Ja, dann müssen wir uns vielleicht im November, Dezember nochmal unterhalten, wenn es ins Finale geht. Wer wird Weltmeister dann so ungefähr, ne? Genau, gerne, gerne. Schreibt mir einfach über Instagram und wir treffen uns dann, Frank. Wir machen So machen das. wir das, so machen wir das. Okay. Also, wer jetzt als nächstes ins Rennen kommt, ich weiß es jetzt noch gar nicht. Das machen wir auch ein bisschen per Zufallsgenerator von deinen Kollegen. Aber es wird auf alle Fälle spannend, wie gesagt. Dir jetzt einen schönen Urlaub zunächst. Ich danke dir. Komm gesund wieder, erhol dich gut. Und wie gesagt, dann bleiben wir in Kontakt und viel Genau, Erfolg das machen wir. mit der neuen Staffel, dass die so einschlägt, wie ihr es euch wünscht. Vielen Dank, vielen Dank. Danke dir auch für deine Zeit. Sehr gerne. Den Zuschauern jetzt alles Gute und ich sage mal, bis zur nächsten Ausgabe. Euer Frank Stiller Bis dann. und jetzt bist du dran. Ugo Ekeroglu oder auch Ud Ekeroglu, das könnt ihr euch selber aussuchen. Sehr gut, also ich glänze ein, dann passt alles, genau. Genau. Also, macht's gut. Dann, ciao, ciao.